Hallo und herzlich willkommen in der Herrenstube. Ihr werdet euch schon wundern, was ist das hier für ein Setup? Was ist da schon wieder los? Was stellst du schon wieder an? Und ja, ich bin heute mit der Wunschambulanz in der Schweiz unterwegs. Heute sind wir im Standpunkt Schaffhausen. Und ja, mein Ziel ist es heute einfach, euch die Arbeit der Wunschambulanz näher zu bringen. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Das ist mega, mega interessant. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze hier einfach einmal an. Ich zeige euch ein bisschen was, erzähle euch ein bisschen was drüber. Und ja, viel Spaß. Mach's dir gemütlich, schnapp dir was zu trinken und bis gleich. Willkommen in Schaffhausen, in der wunderschönen Stadt. Wir sind heute mit der Wunschambulanz unterwegs. Und ja, die Wunschambulanz ist eine Organisation, die eine extrem wertvolle Arbeit leistet und mir eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit ist. Und deswegen wollte ich die Situation einfach nutzen, euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Denn 90% der Menschen haben noch nie von der Wunschambulanz gehört und wissen auch nicht, worum es eigentlich geht und was für eine Arbeit hier geleistet wird. Es ist so, die Wunschambulanz ist dafür da, Menschen am Ende ihres Lebens, in der letzten Phase, wirklich Lebenswünsche, Herzenswünsche zu erfüllen. Stell dir mal vor, du bist schwer krank und du hast vielleicht wirklich noch einen Wunsch, der dir so auf dem Herzen brennt, der dich wirklich, wirklich glücklich machen würde, wenn es dir so schlecht geht. Viele Menschen geht es so und sie wissen nicht, wie sie sich helfen sollen, wo sie sich Hilfe holen können, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und genau dafür ist die Wunschambulanz da. Wir erfüllen Menschen am Ende ihres Lebens die letzten Herzenswünsche. Ja, wir sind medizinische Fachpersonen, Menschen, die sich so engagieren. Und wir schaffen es mit dieser Organisation, Menschen aus Spitälern, aus Altenheimen, von zu Hause, aus den Situationen medizinisch betreut, zu ihrem letzten Wunsch zu bringen. Das geht so weit, dass wir es vor kurzem geschafft haben, eine Frau zum Altar zu bringen. Diese Frau hatte den letzten Herzenswunsch zu heiraten und diesen konnten wir erfüllen. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um diese Frau zu ihrem Ehemann an den Altar zu bringen, damit sie noch heiraten kann. 2 Tage später ist die Dame leider verstorben. Daran seht ihr, das, wo es am meisten hapert, das ist Zeit. Denn diese Menschen haben diese Zeit nicht. Daher tun wir oft in kürzester Zeit von 2-3 Stunden Wunscherfüllungen organisieren und umsetzen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Leider wird die Sterbensphase, die Palliativarbeit in der Gesellschaft oft sehr, sehr totgeschwiegen, kann man schon fast sagen, weil es ein unangenehmes Thema ist. Und unser Ziel ist es heute hier auch auf der Straße Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, euch die Arbeit vorzustellen. Denn es kann jedem passieren, dass die Großmutter, irgendjemand im Bekanntenkreis oder sonst wo noch einen letzten Wunsch hat. Und oft hapert es wirklich daran, dass die Leute nicht wissen, dass es uns gibt, weil wir können diese Wünsche erfüllen. Und hast du vielleicht noch ein paar Franken über, dann würden wir uns wahnsinnig über deine Unterstützung freuen. Denn jeder einzelne Franken sorgt dafür, dass wir diese Herzenswünsche der Menschen erfüllen können. Also tu was Gutes und hilf uns helfen. Ambulanz auf der Straße, auf öffentlichem Grund. Heute zusammen, Donnerstag, 11. Juni. Wir sind sehr schmal draußen auf der Straße. Spendeaktion und aber auch vor allem Masken. Masken
die unsere Mitglieder selber gemacht haben. Und die tun wir jetzt diesen Sommer auf solche Standaktionen als Spendenverkauf anbieten. Schaut auf Facebook und LinkedIn unsere Termine an und kommt doch gerne vorbei. Danke vielmals. Schönste Moment mit dem Wunschambulant? Also der schönste Moment war die Hochzeit, die wir hatten mit Jasmin und Thomas. Das war eindrücklich, wenn man bedenkt, dass die Dame mit ihrem Lebenspartner zwei Tage vor ihrem Tod noch die Hochzeit erleben durfte. Das war das Eindrücklichste eigentlich von allen. Und wie kam das bei den Angehörigen der Familie? Wie wurde ihr da aufgenommen? Das war super. Also, sie haben sich das nicht vorgestellt, dass es das möglich ist. Und ehrlich gesagt haben wir alle nicht gerechnet damit, dass es noch reicht. Also es war wirklich sehr knapp alles. Und es war eine große Freude natürlich, dass es klappte. Und nachfolgend kam die große Trauer. Aber es war schon ein sehr bewegendes Element von uns allen. Was war der... Danke. Der Moment, wo du sagst, so, wo du gemerkt hast, so, deswegen habe ich das gegründet? Ja, wo wir mit Kindern zu tun haben. Und zwar nicht Kindern, was man sich vorstellen würde, wenn Kinder betroffen sind, sondern was mich sehr betrifft oder was mich sehr bewegt, sind, wie mutig die Kinder sind, die sich von ihren Eltern verabschieden müssen. Da gibt es ein wunderschönes Foto auf unserer Webseite, wo diese Kleine die Trage hier dann so stolz trägt und mitmacht bei der Umsetzung eines Wunsches. Also das war schon bewegend, ja. Was wäre so dein Wunsch für die Zukunft mit der Wunschambulanz? Wie könnte man dir und der Wunschambulanz einen riesengroßen Wunsch erfüllen? Ja, dass es ganz, ganz bekannt wird, dass die Leute wissen, dass es das gibt, dass man mutig sein kann, dass man wirklich auch in Situationen, wo man wirklich meint, da geht nichts mehr. Ich weiß es von selbst, ich hatte auch meinen Vater bis zum Tode begleitet und ich weiß, wie man Angst hat, gewisse Sachen zu tun. Man macht nichts falsch, es kann nichts passieren, man kann nur höchstens einen großen Wunsch erfüllen und das ist das Schönste. Und mein größter Wunsch, wo man mir erfüllen könnte, wäre eigentlich, dass möglichst viele Ehrenamtliche sich anmelden, dass wir auch alle Wünsche erfüllen können. Wir sind bei 300, aber es wäre natürlich besser, wenn wir viel mehr wären. Und natürlich, klar, Spenden, damit wir unsere Fahrzeuge unterhalten können, damit wir weiter Wünsche erfüllen können. Ja, das wäre eigentlich mein Wunsch. Was für ein Budget braucht man denn so circa, um einen Wunsch zu erfüllen? Also im Durchschnitt haben wir so ein Budget ausgerechnet von 1100 Franken. Das sind so ungefähr die Durchschnittskosten, wo wir haben pro Wunsch. Manchmal ist es viel mehr, manchmal ist es viel weniger. Aber so im Schnitt sind es 1100.
Und mit diesem Geld, einfach was man nicht gespendet kriegt, muss man einfach bezahlen, gewisse Sachen. Und ja, wenn man 1.000 Franken spendet zum Beispiel, hat man einen Wunsch ganz sicher erfüllt. Aber auch mit 10 Franken ist man dabei und trägt bei, dass man ein Herzensanliegen erfüllen kann. Muss ich es gerade überlegen, das war vor 2 Jahren ungefähr, habe ich in einem Facebook-Beitrag habe ich gesehen, ich wohne in Neuhausen am Rheinfall und da habe ich gesehen, dass der Peter mit seiner Wunschambulanz am Rheinfall war und so bin ich eigentlich zum Kontakt gekommen. Und arbeitest du selber in einem medizinischen Beruf? Oder? Genau, arbeite im medizinischen Beruf, ich bin aber auch Samariterin und das heißt, da habe ich gedacht, das ist so richtig schön, wir sind so die erste Hilfe und das hier ist die letzte Hilfe und ich finde so die Kombination von beiden finde ich wirklich wundervoll und darum mache ich hier auch ganz gerne mit. Was war denn deine schönste Wunscherfüllung? Meine schönste Wunscherfüllung kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich finde eigentlich alles schön, weil ich denke, das ist für den Menschen und für die Familie, die da dabei ist, das Allerwichtigste. Und ich kann es eigentlich nicht mal definieren, was da das Schönste war. Na? Und wahrscheinlich kriegt man auch recht viel von den Menschen zurück, oder? Auf jeden Fall. Und manchmal reicht ja auch schon wirklich ein ganz, ganz schönes Lächeln, so das letzte Strahlen. Und dann geht einem auch selber das Herz auf. Ne? Da muss man gar nicht viel bekommen. Ne? Das ist doch schön. Was wünschst du dir für die Zukunft mit der Wunschambulanz? Was ist deine Ambition? Wie könnte man dir und der Wunschambulanz einen Wunsch erfüllen als Dankeschön? Ja, natürlich durch Spenden, das ist ganz klar. Je mehr Spenden wir bekommen, wir haben ja auch unheimlich viel Unkosten. Wir möchten ja auch möglichst vielen helfen. Wäre natürlich Spenden ganz toll. Das wäre so mein großer Wunsch. Aber natürlich auch, wenn wir nochmal nette Kollegen bekommen, wo auch mitfahren, weil wir möchten ja in der ganzen Schweiz unterwegs sein. Das wäre natürlich auch noch ein Wunsch. Wir sind ja heute in Schaffhausen, hier in der wunderschönen Stadt. Und ja, mich würde es einfach mal interessieren, was wäre so dein letzter Wunsch, wenn du wüsstest, du stehst jetzt wirklich am Ende deines Lebens und hättest noch einen Herzenswunsch. Was wäre das denn? Ja, wir haben erst gerade geheiratet und seitdem habe ich meine Großmutter in Österreich nicht mehr gesehen und ich würde sie nochmal besuchen. Ja. Das ist natürlich auch wirklich eine feine Sache. Es ist oft so, dass man irgendwo die Familie nochmal sehen will oder so. Bei dir? Ich hätte es nicht unbedingt den letzten Wunsch für mich, sondern mehr einfach auch für die Familie, dass es dem Rest der Familie gut geht. Also das wäre so mein letzter Wunsch, dass allen anderen gut geht. Die ersten haben wir jetzt erreicht, die uns den Wunsch mitgeteilt haben. Es fängt bei so Sachen an, wie jetzt gerade eben, man möchte doch nochmal ein Familienessen, man möchte nochmal in die Familie. Und so Sachen tun wir eben auch ermöglichen, bis hin zu ganz großen Wünschen, die wirklich viel Aufwand brauchen, wo wir auch viel planen müssen. Aber wir machen eigentlich fast alles möglich, was irgendwie möglich machbar ist. Musik.
Was wäre denn dein letzter Herzenswunsch, wenn du wüsstest, okay, du stehst jetzt am Ende deines Lebens, dir geht's nicht gut, und was würdest du dir denn noch wünschen? Ja, halt, kommt darauf an, wenn ich sterben würde. Wenn ich jetzt erfahren würde, ich müsste in einer Woche sterben, wäre mein allerletzter Wunsch, dass ich mit meinem Pferd schön ausreiten könnte. Aber wenn ich jetzt zu einem höheren Alter würde sterben, dass ich mich nicht mehr wirklich gut bewegen kann, würde ich sehr gerne einmal noch an einen schönen Strand gehen. Das wäre so der letzte Wunsch, dass du noch einmal die Familie bei dir hast. Ja, es ist alles. Das ist doch schön. Und uns ist eben wichtig, dass die Menschen da draußen von uns erfahren, weil das Häufigste, woran es scheitert, dass die Wünsche nicht erfüllt werden, das ist tatsächlich das, dass die Leute nicht wissen, dass es uns gibt. Und das sind eben so Sachen, was uns wichtig ist, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Dass wenn man irgendwo jemanden hat, wo man hört, ah, okay, der hat noch einen Wunsch, der liegt vielleicht gerade im Spital, dem geht es nicht gut, dass man weiß, dass es uns gibt, dass man uns anrufen kann, dass wir uns darum kümmern. Ja,